Der Eröffnungsabend in der Uracher Festhalle stand ganz im Zeichen des Komponisten Johann Sebastian Bach. Sax Allemand spielte seine Goldberg-Variationen, die entsprechend für das Saxophon-Trio bearbeitet worden waren. Der gestrige Abend war aber nur einer von insgesamt 8 Tagen, an denen die Bürger und Besucher von Bad Urach sich der klassischen Musik hingeben können. Es gibt in der klassischen Musik ja so gängige Musikstücke wie Beethovens 9. oder so, aber wir bewegen uns auch in die anderen Sphären, also unbekanntere Sachen zu hören und einfach auf Entdeckungsreise zu gehen, auf Abenteuerreise zu gehen und Musik zu erleben. Florian Prey hat in diesem Jahr zum 10. Mal die künstlerische Leitung übernommen. Morgen gibt es mit einer Kammermusik-Matinee und einem Gesangsquartettabend gleich 2 weitere Höhepunkte der diesjährigen herbstlichen Musiktage. Wir können das Glück in Urach natürlich in erster Linie musikalisch erleben. Das Programm, das Florian Prey zusammengestellt hat, lässt Glücksmomente aller Art zu. Es geht über Vokalmusik, über Kammermusik, die Operette, die auch symphonische Aspekte hat. Also für Glück in musikalischer Hinsicht ist hier in Bad Urach gesorgt. Unter dem Motto Glück in allen Variationen stand am gestrigen Abend selbstverständlich auch der Festvortrag von Bernhard Lassahn. Virtuos nahm der einstige Liedermacher und heutige Schriftsteller die Gäste mit auf eine Reise durch Zeiten und Kulturen zur Frage, was ist Glück? Von Seneca über Hiob zu Gottfried Benn. Und natürlich von Bach über den Grafen Hermann von Kaiserling zu den Goldberg-Variationen. Und als Zugabe gab es vom Trio Sax Allemand zum Schluss dann auch noch ein modernes Stück zu hören.